Bitte an ihr, mir behagt es nicht, bei der Sache mitzukommen. Allerdings sollte ich wohl vor Ort sein, falls sich Nebenwirkungen durch das Gegengift einstellen. Das ist sehr umsichtig. Danke, dass ihr uns begleitet. So, Rafim, du nimmst Cordovan Rochan. Was hast du für eine Waffe in der Hand? Ich nehme an, der Mann trägt Äxte. Baban-Streitaxt? Ja, vermute ich. Würde mich eher unauffällig sein, damit wir auch wirklich angegriffen werden. aggressive Verteilung, defensive oder neutrale Verteilung? Er ist ein Trollzacker, aggressive Verteidigung. Außerdem mit Hiebwaffen immer aggressiv, defensiv lohnt sich nicht. Ja, ich weiß. 22, 17 sind dann deine Kampfwerte. Du müsstest aber mal gerade die Barbaren-Streitaxt raussuchen. Ja, ich nehme einfach Plotter und ändere dem Jungen seine Werte ab. Kannst du machen. 22, 17, ja. 22,17 mit der Barbaren-Streitaxt. So, was ist denn das? 2W6 plus... Sag mir eben, wie viel LEP hat der Mann? 50. Okay, warte, einen Moment. TPKK, machst du irgendwie Mod Körperkraft? 19. Machst du Körperkraft 19? Warte. Der hat ja im Gegensatz zu dir besseres Blut. Die werden so geboren. Trollzacker. Und was hat der Mann für eine Rüstung an? Drei, okay. Achso, warte mal, ihr habt die doch ausgestattet mit irgendwas anderes. Ja, stimmt. Was ist denn das? Mit Schuppenrüstung. Mit Lamellenrüstung, sowas. Viererrüstung oder so? Vierer. Darauf den Daumen zu haben, war auf jeden Fall, also war schon gut. Machen wir eine Vierer. Ja, war nie wichtig, machen wir jetzt einfach vier, bumm, fertig. Gut. Dann könnt ihr mir alle schon mal eine Initiative würfeln und euch auf die jeweiligen, auf den jeweiligen Listenplatz ziehen und schieben. Oh, fangen wir denn echt heute noch an? Oder wollt ihr in der Taverne flaffen? Oh, 11! Ich gebe dem Mann normalerweise. Ich gebe dem Mann auch mal Mut 15 und Konzi 16. Ich denke, das dürfte er haben. Und 15. Ja, so könnt ihr in Richtung des Boron-Tempels gehen und ihr habt ja schon mit eurer Gassenwissen relativ gut vorgespäht, sodass ihr wisst, wo der beste Platz wäre, um zu überfallen. Und auch eure Taverne habt ihr so ausgewählt, dass dort draußen gerade mit einem Bierkrug in der Hand feixen vier Dukatengardisten stehen, die sich selbstverständlich so einen kleinen Umhang übergeworfen haben, wie man in Alanfa eben ausgebildet worden ist. Ja. Und dann heißt es, die Gasse betreten, überfallen werden. So. Habe ich ganz spontan irgendwie keinen Bock mehr zu, jetzt wo ich drüber nachdenke. Der Plan ist echt behindert. Warte, ne, was? Lass uns was anderes machen. Ne, boah, das hat dir jetzt mal nicht gesagt. Lass uns einen Schruf beschwören. Balligard steht neben dir. Ja, lass doch Cordovan vorgehen, mir ist es egal. Natürlich geht Cordovan vor. Er meldet sich freiwillig. Der Mann macht, was ihr ihm sagt. Also natürlich gehe ich nicht hin. Der Hinterhalt kommt. Initiative 11, Serpentilio, du bist dran. Was willst du tun? Rumstehen. Gut. Um versuchen, unauffällig zu sein. Ich würde mich orientieren, natürlich. Dann steigt in der Initiative. Rundrigan Paligan ist auf der 16, auch er orientiert sich. Stopp. Wir hatten das eigentlich so geplant, dass wir von hier kommen. Nee, ihr kommt hier vom Schiff. Ja, dann hast du mal drüber gesprochen. Vorsicht, ich habe den Plan aufgemalt. Er steht im Forum. Ja, das ist aber. Ich habe gesagt, hier oben ist euer Schiff. Ihr kommt vom Schiff. Ihr könnt euch nicht aus. Das ist ja das Schöne. Ihr könnt euch ja nicht aussuchen, wenn ihr überfallen werdet. Die sitzen da ja schon. Ja, aber. Zu spät. So, Rundrigan orientiert sich. 18, Abelmir. Ich würde mich irgendwann orientieren. Gut. Bei der 21 dann. Cordovan, 19. Warte mal, wo steht der Mann denn? Ja, weiß der Mann überhaupt von diesem Plan? Ja? Nein. Ja, Warum nicht? Ihr habt doch gesagt, ihr wollt jetzt Schädel einschlagen. Also ihr hattet auch eine Stunde Zeit. Ja, das aber ist doch. Ist der Mann eingeweiht, wir werden jetzt genau hier überfallen? Oder wird ihm gesagt, ey, wir werden irgendwann überfallen werden, bringen alles um, was dich angreift? Das ist nicht die Anweisung. Wir wollen möglichst wenig Tote in der Stadt. Genau, okay, das ich ihm. Also ich weiß nicht, ob wir einen Trollzacker dabei haben. Oh, wow, okay. Brich, was ist die Anweisung? Arme und Beine. Aber lass sie am Leben. Und lass sie schön lange leiden.
Und der hat Mann ist eingeweiht, dass er genau hier überfallen wird, weil er war hier noch nie. Nee, das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht. Ja, dann steht er da rum und wundert sich, warum hier nicht weitergeht. Hat ja keine Ahnung, was hier passiert. 21 habe mir das sich orientiert. Die Wölfe von Perikop verzögern. 27 zu nämlich. Ja, dann orientiere ich mich auch. Alles klar, nächste Kampfrunde, 11. Sind sie denn schon irgendwie wahrnehmbar oder so? Gib mir mal eine Sinnesschärfeprobe. Gefahreninstinkt wäre hier gut. Ich Gefahreninstinkt? Ja, Diamantis ist nicht mehr da. Der hat Gefahreninstinkt, genau. Ja, toll, Diamantis. Davon habe ich, noch nie von gehört, dass der Gefahreninstinkt hatte. Das war auch nie relevant. Ach nee, Ronga hat Gefahreninstinkt. Ja. Diamantis hat Glück. Ja, aber Ronga haben wir weggeschickt. Hm. Ja, Ronga ist nicht da. Blöd. Sinneschärfe, 11. Dann würfel ich selber mal gegen. 1, 2, 3. Nee, die sind besser. Die hatten sich vorbereitet und du siehst die nicht. Also, kann sein, dass sie halt hier sind. 11 Serpentilio. Ich weigere mich, mich zu orientieren. So. Ich warte. Also, ich verzögere, ich mach gar nichts. So sieht's aus. 17. Ich weiß tatsächlich von der Planung her nicht. Also, ich als Spieler weiß nicht, wo wir lang gehen sollten. Weil ich ja letztes Mal nicht da war. Kann mir. Wir haben den Plan ins Forum gepostet. Aber ja, es ist ja auch egal. Weißt du, auf welcher Map wir sind? Ja, natürlich. Ich gehe einfach weiter. Ja, okay, dann ist Botox der erste, ist okay. Ja. Dann zieh dich. Meine zum Thema Cordovan geht vor. Danke, also Cordoban ist sogar vor dir, hat weniger in ihr als du. Cordoban würde auch weitergehen, weil er weiß ja nicht, was ihr vorhabt. Dann geht der Mann halt einfach ganz normal weiter. Wenn Serpentier sich halt fragt, warum wir in irgendeiner random Gasse stehen bleiben. Der checkt vermutlich nicht mal, dass wir überhaupt stehen geblieben sind. Polygon geht auch weiter, erst du Kartengardist. Der weiß ja auch von nix. Ja, also er weiß, dass überfallen wird, aber nicht wo. 21, aber nicht. Ja, ich würde einen Adler gewucken und zwar in einer Modifikation auf den Aufrechterhalten zu fester. Steh in der Gasse und fang an zu zaubern. Super unauffällig, Mann. Super. Ich kann ja langsam weitergehen. Maximal subtil. Was ist denn das dann? Zauberdauer? Eine Spielrunde. Zauberdauer, nicht Wirkung. Nicht Wirkung. Achso, fünf Kampfrunden, fünf Aktionen, Entschuldigung. Hat Hassan auch einen Tauben? Ich kann ja langsam weitergehen. Ich muss ja nicht stehen bleiben dabei, oder? Ich kann ja langsam weitergehen. Du kannst halt Aktionen Schritt machen, aber ansonsten nein, gehen ist eine Aktion und du kannst keine Aktionen machen, wenn du zauberst, weil die konsekutiv sein müssen, also ZK 1 oder 2, eine von beiden. Nee, das ist Quatsch, irgendwie, wenn ich stehen bleibe. Ja, ist es? Sind weiter inaktiv und machen nix. Kling ich weiter, also ganz normal. Und Zulamin auf der 32. Also dann ist auch vorgegangen, das ist dein Leibwächter. Eigentlich ist er dein Schatten, aber er geht vor. Ja, dann gehe ich mal mit. Gut, nächste Kampfrunde 11, Serpentilio. Ja. Nö, ich gar nicht, ich gehe halt mit, right? Du kannst doch stehen bleiben. Wie weit kann ich denn gehen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich weiß nicht, ob ich genug. Egal, ich halte mich einfach an Zulamin, ne? 15, Cordovan. Cordovan geht weiter, weil er nicht weiß, was hier passiert. 17, Boltax. Ja, ich gehe auch weiter. Dann ist Rondrigan Paligan dran. Nicht, dass die den jetzt umbringen, ne? Die werden einfach abknallen! 21 Jahre mir. Du musst noch am Zaubern. Zwei Schritte. Ich hatte gemacht, weitergehen. Also ich wollte 8 Schritte irgendwie und dabei die Dächer beobachten. Nee, das ist eine Aktion Position. Dann musst du jetzt 3 freie Schritte gehen. Genau, 3 Schritte darfst du gehen. Alles andere ist eine Aktion Position. Kann man nicht beim Gehen die Dächer beobachten? Nein, okay. Das ist eine Aktion. Nee. Also, solange du zauberst, nein. Ich zaubere nicht. Hat gerade gesagt, deswegen bleibst du mal weiter, ja. Achso, ich dachte, gut. Ich gehe ganz normal weiter und guck dann hinterhalten. Ja, dann geh weiter, gut. Dann Sinneschärfe, kannst du auch nochmal bewahren. Er sagt das so bockig, oder? Geh weiter. Die Wölfe verzögern weiter. Bop. Wenn ich noch einmal die Wölfe verzögern weiterhöre, Frosty. Ja, ihr seid noch nicht in der Falle. Schön, ich rufe deine Oma 32 an. 32 zu, Lamin. Ja, dann weitergehen. Gut, 11 Serpentilio. Ja, es wird dich überraschen. Du gehst weiter? Es wird dich maximal schockieren, aber ich gehe weiter. 15. Paligan ziehe ich auch schon mal vor.
Baligan würfelt eine Sinneschärfeprobe. Baligan hat sogar Gefahreninstinkt. Ja. Deshalb habe ich doch gesagt, wäre gut, wenn jemand Gefahreninstinkt hätte. Baligan stellt sich hier unter das Dach an das Fass. Warum auch immer. Er weiß ja, wie gesagt, dass er überfallen wird. Er hat so ein merkwürdiges Gefühl. Der macht erstmal ein Fass auf. So, das ist Paligans Aktion. 17 Boltax. Ja, ich laufe weiter bis hierhin. Gut. Abimir 21. Konnte ich irgendwas sehen mit Sinneschärfe? Maximal 15 Erschwernis? 15? Dann siehst du was. Mit 15, ja. Also ich habe maximal Erschwernis 15 Punkte. Also ja, weil du wirfst es ja konträr. Zulamin hatte, glaube ich, nur 11. Du siehst hier hinter dem einen Sack und hinter dem Fass, beziehungsweise der kleinen Mauer, kannst du zwei Wölfe erkennen und du siehst auch, wenn du dich umblickst, hier oben welche. Wölfe? Die Füchse. Ach so. Nee, die Füchse haben Armbrüste und die Wölfe haben Schwerter. Ich würde mal meinen linken Arm runternehmen und so Attack signalisieren. Hinterhalt. Wie immer sehen kann. Ich kann ihn vielleicht rufen. Vermutlich alle Söldner, die uns gerade in die Falle legen, die alle Attack sprechen werden. Ja, also du stehst aktuell hinten. Dementsprechend, das sieht keiner, außer die Leute. Okay, dann ist eigentlich Quatsch, wenn ich hinten stehe, ich komme ja weiterlaufen an Rui. Ja, du stehst trotzdem hinten, weil alle vor dir weitergelaufen sind. Dann will ich rufen, Hinterhalt. Du rufst laut Hinterhalt. Ehrlich? Gut. Aber wir wissen, dass wir hinter überfallen werden. Okay, dann fange ich mal an. Und zwar sind das hier die Wölfe. Die sind auf alle Fälle zu sehen. Den decke ich euch auf. Sturmangriff auf Rohan. Sturmangriff in den Rücken. Der macht eine Aktion dahin, Sturmangriff auf Boltax. Und die beiden machen zwei freie Aktionen Position und werden mit Armbrüsten auf Serpentilio und auf Zulamin schießen. Du rufst laut, Hinterhalt. Ja. Gut. Wir haben hier hinten die Dukaten gerade. Die muss ich auch denken. Ich fange an mit Cordovan. Zwei Sturmangriffe, eine in den Rücken, eine normal. Warte, aber wenn er gewarnt wird, ist das dann auch in den Rücken? Achso, ja, weil die von beiden Seiten kommen. Der eine von vorne, der eine von hinten. Ich hatte ihn nicht angeguckt. Hat der Aufmerksamkeit? Die würden beide treffen. Der hat Aufmerksamkeit, ja. Ja klar, der hat Aufmerksamkeit. Das sind einfach also einen sechs... wird er, glaube ich, parieren, weil er ist ja eine Aktion gelaufen. Ja, also ist okay. Also einfach du... aus Reaktion, ja, weil was kannst, soll er sonst kannst, machen? Kannst du auch parieren, also wenn du schaffst. Ein pariert er, ja. Ja, gut, dann kriegst du noch den aus dem Rücken. Ja, und das sind 1W6, der hintere war eine 4. 4 plus 5 sind 9, plus den halben Schaden vom Rücken sind nochmal 4 und 4, ne? Sind 8. Kann das sein? Was meinst du mit halben Schaden vom Rücken? Halbe Geschwindigkeit und plus 4. Ja. Sind 9 plus 8 sind 17. Kriegt der 13 Schaden. Das geht ja sogar. Das ist keine Wunde. Dann kriegt Boltax einen Sturmangriff. Sie, Sir. Auf die 19 würde das treffen. Bitte, ich habe es akustisch gerade nicht verstanden. 19. Auf 19. Die 19 würde er treffen, er hat die 12 gewürfelt. Okay, ich würde gerne versuchen, mit meinem Stab zu parieren. Ich bin ja auch nur eine Aktion gelaufen. Moment, der hat einen 23er Attackewert? 19er. Ja, dann trifft er auf die 15. Ja, 19 plus 4, genau. Kann ich mit meinem Stab parieren, oder? Das ist ein Sturmangriff im Schwert. Ja, das kannst du parieren, klar. Alles klar, dann... Das ist das Problem am Sturmangriff. Man kann ihn halt nicht finden. Oh Gott, ich habe den Stab gar nicht eingetragen. Einfach mit 20. Ja. Und dann... Da bist du gewöhnlich minus 1 oder minus 2 zur Parade. Das schaffst du nicht, oder? Nee, ich gehe nicht davon aus. Also ich bin defensiv aufgeteilt, aber Stab habe ich... nicht so hoch. Möchtest du Schicksalspunkt benutzen, weil sonst bekommst du jetzt auch 17 Trefferpunkte? Ja, ich glaube an dieser Stelle ist es sinnvoll, den Schicksalspunkt zu verwenden. Gerade ich habe zum letzten Mal ausreichen vor, für parieren. Nee. Parieren ist sinnvoller, glaube ich. Ja, macht keinen Sinn. Siehst du, drei, das wäre pariert. Easy. Gut. Dann hast du ihn hier pariert und die beiden Füchse schießen mit Armbrüsten einmal auf Zulamin. Ich ziehe vor. Ja. Ich würde gerne Serpentilio am Kragen packen und uns beide so in Richtung Rondrigan befördern. Also in der Annahme, dass man da nicht durchschießen kann. Durchschießen schon, aber nicht durchsehen. Also du kannst auch hier drunter, da kannst du nicht sehen. Also es ist halt kein richtiger Schutz, aber du kannst nicht mehr gesehen werden. So ein Händlerunterstand.
Ich mache da fröhlich mit. Just saying. Ja, ich möchte halt wohin, wo sie nicht hinschießen können. Ja, also du kannst auch an Hassan vorbei da dich abducken. Mhm. Oder du gehst halt da rein. Musst du jetzt ja, raus. Aber das bringt mir ja nichts, wenn sie dann halt nur mit ein bisschen Erschwernis oder so schießen. Ah, ist eine 12er. Glaube ich. Oder noch mehr für ungesehenes Schießen. Ja, okay, da kämen wir mal vielleicht an sie ran. Und ich muss ja auch noch Serpentilio irgendwie mitzerren. Dann ist vielleicht das Nähere die bessere Idee. Gut, dann gebe ich dir eine halbe Geschwindigkeit. Achso, das sind freie Schritte sogar. Passt. Das ist gar nicht mal eine Position. Das ist einfach nur freie Schritte. Bist aber immer noch Blickrichtung dahin. Sonst müsstest du Aktion Position tatsächlich auffinden. Was tust du noch? Also um mich umzudrehen, oder wie? Ja, dich umdrehen. Also Blickrichtung ist das hier. Wenn du dich jetzt umdrehen willst, in diese Richtung, ist das eine Aktion Position. Was willst du sonst tun? Könnte ich da hinrennen? Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was da unten drunter ist. Vielleicht auf eine Kiste steigen und einen an den Beinen packen, sodass der runterfällt? Würde ich erstmal erlauben. Da würde ich dir eine Kletternprobe abverlangen. Oder wahrscheinlich wäre es einfacher, einfach mit dem Säbel hinzuhauen. Aber der erste Teil ist auf jeden Fall erstmal irgendwie Klettern, Körperbeherrschung, was auch immer. Körperbeherrschung finde ich besser. Es ist außerdem viel cooler, ihn runterzuziehen. Definitiv. Warte mal. Ich habe die doch noch gesteigert. Das ist falsch eingetragen. Da habe ich jetzt 10. Das habe ich nämlich von Diamantis noch mitgenommen. Körperbeherrschung. Ja, 12 Punkte. Dann kannst du dir da so ein kleines Fass nehmen, springst drauf, lässt Serpentilio taumeln zurück und schlägst mit deinem Säbel in Richtung der Füße. Mhm. Ja, dann kannst du gerne deinen Angriff würfeln gegen die Füße. Das ist, glaube ich, eine Minus. Im Prinzip bist du in einer knienden Position oder so, aber passt schon. Bist du eigentlich nicht. Du bist nur auf vermindertem. Auf eine Kiste gesprungen oder so. Ja, die sind halt trotzdem noch ein halbes Stockwerk über dir. Also gegen den Kopf kannst du nicht schlagen, sondern nur gegen die Knie. Ja, genau. Das ist ja die Hoffnung, sie quasi zu Fall zu bringen, dass sie nicht wen von den anderen treffen können. Ja. Das ist gelungen. Dann kannst du deinen Schaden würfeln gegen meinetwegen ihn hier. Er versucht selber ein, zwei freie Aktionsschritt, um dann besser auf... Ja, er hatte eben auf Serpentilio angesagt. Du hattest vorgezogen mit deiner höheren Inni, dann wird er weiter auf Serpentilio ziehen. Ja, ich meine, er kann versuchen, durch den Ball da reinzuschießen. Ja, macht er dann auch gleich. Plus 12, hattest du gesagt? Ich bin nicht sicher, würfel einfach mal und wir rechnen, wenn es richtig ist. Ne? Das gut. Schaden, jetzt irgendwie 8 Stück. Dann würfel ich auf die 24. 6 ist getroffen. Ja, das trifft er. Ah, ich glaube, das würfelst du neu, mein Boy. Das würfel ich neu. Das würfelst du neu. Dann ist das dein Schicksalspunkt. 13. Das könnte ja die 24, wenn du sagst plus 12. Irgendwelche Entfernungsmodifikatoren oder Bewegungsmodifikatoren. Das automatische Schwert um 2 für Menschen großes Ziel. Ja, gut, alles klar. Dann soll das mit dem Schicksalspunkt, ist das nicht gelungen. Dann fliegt der Bolzen, der... Was ist das? 2W6, das ist sogar eine Windenarmbrust. Fliegt dir hinterher und pflockt gegen ein Holzfass, über das Zulamin dich eben gerade noch rübergezogen hat. Das war der Fuchs, der hatte... Hatte der vorgezogen? Nee, hatte er gar nicht, ne? Nö, die sind einfach dran gerade, die Jungs. Die sind einfach dran. Genau. Korasmold steht oben auf dem Dach und wird jetzt von dort aus das Ganze erst einmal beobachten. Er hat vergiftete Wurfmesser, die er jetzt bereit macht zum Werfen. Ihr könnt weitere Füchse erkennen, die jetzt gerade hier aus einem der Vorhänge auftauchen und ebenso Anschlag nehmen. Und eure Dukatengardisten machen 1, 2, 16 Schritt und laufen Informationen auf diese Formation zu, die ihr da gerade präsentiert. Zulamin 32 hatte eben schon gemacht. Nächste Kampfrunde Serpentilio. Ich möchte zunächst einmal hinter dem Fass in Deckung gehen, also als eine Aktion. Und mit der zweiten Aktion werde ich einen Zauber aus dem Schlapp auslösen. Pandemonium.
Nein, Fortifax Arcaneband vor die beiden Schützen. Und ja, der geht super schön durch. Ja. Wohin denn? Direkt vor die Wand. Hier? Achso, da. Nein. Ach! Ja, warte, den zeichne ich dir auch sogar ein. Mit hellblau. So? Ja, so einfach. Gut. Dann, ich ziehe mit den beiden vor. Die legen an, zielen auf Boltax und auf Palligan. Drücken ab und der Bolzen bleibt vor ihnen in der Wand stecken. Dann nach Serpentilio 15, Cordovan. Also ich nehme an, dass die vor mich ziehen wollen, aber ich nehme an, der Mann ist ja schon ein sehr talentierter Kämpfer. Dementsprechend wird er wissen, wenn der Mann weiter in meinem Rücken steht, wird er mich umbringen. Deswegen möchte er da einen Schritt zurückgehen, aber der Mann will bestimmt vor ihm vorziehen und ihm vorher in den Rücken hauen, richtig? Wenn du einen Schritt gehst, kriegst du mal einen Passierschlag. Hä? Nee, wieso? Solange ich innerhalb von beiden von der Kontrollzone bleibe? Ja, du kannst dich ja nicht in derselben Kontrollzone irgendwie von ihm wegbewegen dann. Ja, also ich werde dann vorziehen und mit dem gleichzeitig zuhauen und zwar wandle. Das habe ich mir gedacht. Ich wandle nicht um, du bist ein Treuzacker, ich werde nur einmal angreifen jeweils. Vermutlich gesünder. Der eine trifft mit der 19, das ist ein normaler Angriff. Ja, dann hat er getroffen und die 10 trifft auch. Sind aber normale wenn der Mann mir in den Rücken haut, will er keine Ansage machen. Ich meine, der ist hochtalentiert. Der ist ja nicht dumm. Ja, dann würfel ich den tatsächlich nochmal. Er gibt sich einen 8er Wuchtschlag. Ja, ein 5er. Fünfer Wuchtschlag gibt er sich. Ich meine, der Mann ist hochtalentiert. Trifft er trotzdem. Oh, es ist gut, dass du keine 8 gesagt hast. Denn der wäre nicht durchgegangen. So, das sind einmal 4 plus 5. 4 plus 5 sind 9. Und 9 plus 5 sind 14. Sind 10 Schaden auf ihn. Okay. So, dann habe ich die beiden vorgezogen. Die können noch parieren. Dann ziehe ich den Wolf von Boltax auch vor. Der greift dich auch an. Jo, das dachte ich mir schon. Und zwar einmal 20. Mhm. Oh. Ja, alles gut. Bestätige mal, vielleicht bist du ja sogar ein Patz. Oh, Junge. Yes! Das ist doch nicht dein Ernst. Lass mich doch einfach mal Boltax umbringen. Das versuche ich schon lange, es klappt. Okay, stolpern. Keine Sorge, ich blitze ihn jetzt in die Besinnungslosigkeit. Er stolpert gegen Hassan.